Meine Bank kommt schon richtig gut an, denn viele Leute benutzen schon meine Münzen. Doch ich habe eine teuflische Idee, denn ich möchte eine verbotene Gelddruckmaschine bauen und mir Geld drucken. Ob ich es schaffe, wie viel Geld ich drucke und ob ich erwischt werde, das erfahrt ihr bei einer neuen Folge der Minecraft-Schule. Oha, ich habe 400 Euro und in diesem Video wird es wieder richtig gefährlich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Minecraft-Schule in Minecraft. Und heute haben wir einiges vor, wie immer, Leute. Wir befinden uns hier in meinem 300 Millionen Dollar Penthouse im 10. Stock meines Candy Towers bei der Minecraft-Schule. In der Stadt der Minecraft-Schule, kann man schon fast sagen. Hier habe ich mehrere Räume, ihr habt es wahrscheinlich im letzten Video gesehen, habe ich nämlich gekauft für 2 Euro. Und jetzt fragt euch, hä, seit wann gibt es Euro? Seit der letzten Folge habe ich eine Bank eröffnet und in dieser Bank soll es natürlich auch Geld geben. Deswegen werde ich in diesem Video eine Geldmaschine bauen. Aber vorher müssen wir leider zum blöden Unterricht gehen und mit dem Lehrer reden. Und der wird doch eh wieder nur Sachen machen, bei denen wir nur scheitern können. Aber vorher werden wir erstmal Flauschi treffen. Flauschi! Die hat nämlich einen Snackladen eröffnet. Hallo? Voll krass. Flauschi, was geht? Nichts und bei dir, ich muss jetzt gleich zur Schule. Wo bist du denn, Flauschi? Komm doch mal. Lass uns doch mal Hallo sagen. Hey, Flauschi. Hallo. Schön, dich zu sehen. Du hast so schöne, strahlende Augen. Danke, Flauschi. Hä, okay, kannst du mir einen Euro leihen? Ich hab die alle in meiner Ladenkasse drüben. Oh, Mann. Ja, okay, dann auf dem Weg zur Schule. Aber ich muss erstmal meine Briefe lesen. Ciao, ciao. Ja, mach ich auch. Tschüss. Wie immer, Leute, am Anfang des Videos werden Briefe gelesen und dann beginnt die Action. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, um nichts zu verpassen. Und ich würde sagen, wir schauen einmal rein. So, Buch und Feder von Regierung an Bank bzw. Candy. Gute Arbeit. Die Bank ist beliebter denn je. Oha, danke. Oh, Mann, Leute. Vielen, vielen Dank. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Aber wir lesen mal weiter. Nach und nach erhältst du mehr und mehr Candy-Euro. Punkt, Punkt, Punkt. 1 Euro pro Tag? 1 Euro... Leute, warte mal. 1 Euro pro Tag? Das ist gar nichts. Was will ich mit 1 Euro, Leute? Ich will 1 Million Candy, haben. Candy. Ja, Flauschi, ja? Ich muss los, Herr Kicherich Zwackelhuber hat sich für meinen Laden angemeldet. Der hat Hunger, hat er geschrieben. Okay, Flauschi, viel Glück dabei, ja? Wir sehen uns vielleicht später. Hole ich mir gleich auch noch was zu... bis gleich, bis gleich. Ja, tschüss. Flauschi hat einen Snackladen aufgemacht. Vielleicht werde ich vor der Schule mir dort noch was zu essen holen. Wir haben aber noch einen zweiten Brief. Da schauen wir einmal rein. Und zwar ist der Brief von Herrn Kicherich Zwackelhuber. Und er sagt, hallo Candy, bitte finde ich zur ersten Stunde im Bauunterricht ein. Das Thema Redstone. Okay, okay, das könnte mir helfen. Solltest du zu spät kommen, gibt es doppelte Hausaufgaben. Kein Problem. Ich stehe natürlich wie immer eine Stunde vor dem Unterricht auf. Ich habe sogar noch genug Zeit, mir ein paar Karotten hier drüben zu besorgen, denn ich habe nur noch 7 Stück bei mir. Und das passt ganz gut. Wenn wir jetzt nämlich den Redstone-Unterricht in der Schule haben, dann könnte mir das Ganze helfen bei der Geldmaschine, die ich drucken will. Ich will eine unendliche Geldmaschine bauen und das funktioniert nur, wenn ich Redstone habe und auch Redstone-Kenntnis besitze. Und ich hoffe einfach, dass ich auch Redstone dort finden kann. So, und jetzt gehen wir zum... Also ich habe eine normale Pizza und eine Käsepizza zur Auswahl. Was dauert denn hier so lange? Ich habe Hunger, ich muss zur Schule. Tut mir leid. Das macht ein Candy-Euro. Schneller. Ich habe gar kein Geld dabei. Alles gut, ich übernehme das für Sie, Herr Kicherich Zwackelhuber. Ich übernehme das für Sie. Nehmen Sie gerne Ihr Essen und wir sehen uns im Unterricht, ja? Ja, danke, ja. Gerne, gerne, Herr Kicherich. Flauschi, ich komme nachher und gebe dir das Geld. Ich hätte auch gerne noch schnell eine Pizza, wenn du hast. Was ist eine normale oder eine Käse? Käsepizza und eine Limonade. Ich muss jetzt schnell zum Unterricht, Flauschi. Okay, ja, hier, bitte schon einmal Limonade. Danke schön. Und einmal Pizza. Musst du das denn mal rauflegen? Ich muss ja auf den Tresen steigen. Vielen Dank. Ein bisschen essen. Flauschi, sobald ich mehr Geldscheine und mehr Variationen habe, auch 5 Euro und 10 Euro Scheine und Stücke, dann gebe ich dir das wieder. Wie viel schulde ich jetzt? 2 Dollar, ja? 2 Euro? 3. 3 Candy Euro. Limonade noch. Okay, machen wir so. Gut, Flauschi, dann gehe ich zum Unterricht. Ciao, ciao. Bis später, tschüss. Okay, Leute, denn ich gehe zum Bauunterricht. Ich muss euch sagen, jetzt hier mit dem Snackautomaten vor der Schule und alles ist schon ganz cool. Macht schon Spaß, ist auch sehr realistisch. Aber gut, Candy hier lang, Regeln? Nein, wir müssen zum Bauunterricht. Und der ist hier, Bauunterricht. Okay, 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 Leute. Hier warten wir jetzt auf den Herrn Kicherich. Hier ist nämlich hier die Werkbank in der Mitte. Ich würde sagen, ich trinke sogar schon mal meine Limonade. Mh, lecker, lecker, lecker. Jetzt warten wir auf den Herrn Kicherich.
Und mittlerweile warte ich schon 5 Minuten. Wir sind schon wieder nach dem Unterrichtsbeginn. Der Herr Kicherich-Zwackluber müsste jetzt jede Sekunde eigentlich reinkommen. So, dann warten wir mal. So, neuer Tag, neues Glück. Haha, guten Tag. So. Herr Kicherich, ich habe gelesen, ja. Redstone ist das Thema, korrekt? Ich komme mal ein bisschen näher. Richtig, Redstone. Können Sie lauter sprechen, Herr Kicherich? Ich höre Sie ja kaum. Ja, natürlich kann ich lauter sprechen. Okay, Herr Kicherich, dann fangen Sie mal an. Was gibt's über Redstone? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe noch nie Redstone benutzt. Nee, Sie müssen mir alles erklären und mir auch natürlich Redstone geben zum selber ausprobieren. Ja, das Leute, damit baue ich nämlich meine Maschine gleich. Redstone, ganz einfach erklärt. Ja. Ist wie Strom. Oh Mann, ist das langweilig. Ja, wie Strom. Ah, interessant, interessant. Genau, mit Redstone kannst du ganz viele Dinge kreieren und erschaffen. Ja, interessant. Ganz viele Mechanismen und sehr viel erschaffen, wie gesagt. Interessant. Können wir das jetzt testen? Ja, komm mit. Ich zeig dir das einmal. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe schon was vorbereitet. Okay, jetzt bin ich gespannt. Redstone. So. Oha, hier ist echt voll viel aufgebaut. Herr Kicherich, Sie haben ja voll die Vorarbeit hier geleistet, okay? Ja, was ist das denn hier? So, Leute, ich kenne Redstone natürlich. Ich drücke den Knopf und dann... Bam, wird das hell. Daraus baue ich mir gleich die Maschine, Leute. Bleibt dran, wir müssen den Unterricht durchstehen. So. Sehr interessant, Herr Kicherich, sehr interessant. Genau, genau. Und jetzt? Dann haben wir hier einen Werfer. Wenn du hier den Knopf einmal drückst, Da was kommt was raus. Wow! Genau. Voll krass, Herr Kicherich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau. Okay, okay. Dann haben wir hier als vorletztes. Ja. Damit kannst du zum Beispiel Lichtschalter bauen und... Wow! Denn das Licht geht ja an. Krass, voll heftig. Genau, genau. Und zu guter Letzt, hier für die musikalischen Künste kannst du hier dann einmal. Wow, wie krass. Okay, auch nicht schlecht. Der Unterricht hat mir sehr gefallen, Herr Kicherich. Sehr, sehr cool. Perfekt, perfekt. Gibt's noch eine Aufgabe? Ich habe eine Aufgabe für dich und zwar hier drinne vorbereitet. Ja. Hast du ein paar Materialien und ich möchte von dir, dass du jetzt etwas Schönes baust mit den Sachen, die hier drinne waren. Ah, muss ich alles verbauen? Alles einmal quasi? Wie du möchtest. Am besten, du nimmst alles oder wenn es nicht passt, dann nimmst du so viel, wie du brauchst. Okay, Herr Kicherich, dann passen Sie mal auf. Ja. Und zwar habe ich hier einen Knopf. Dieser Knopf aktiviert wiederum eine parallel geschaltete Redstone-Verbindung, die wiederum ein Goldblock unter einem Notenblock aktiviert plus eine Redstone-Lampe. Und zusätzlich wird... weil es eine Dreifach-Parallelschaltung ist, mit einem Werfer wiederum Redstone in die Luft geworfen. Und das Ganze passiert mit einer kleinen Verzögerung, nämlich so mit diesem Redstone-Gerät hier, so, zack, bam, so, okay. Wird das auch funktionieren? Ich würde sagen, das wird funktionieren und mit einer kleinen Verzögerung, das habe ich nur einmal, mit einer kleinen Verzögerung später, erst kommt der Ton und das Licht und dann wird hier was rausgeworfen. Leute, das ist meine Vorbereitung auf die Geldmaschine, weil wenn es klappt, dann kann ich damit weiterbauen. Okay, also, Herr Kicherich, sind Sie bereit? 3, 2, 1, bam! Oh, es hat geklappt. Das ist erstaunlich. Sehen Sie das? Das ist sehr erstaunlich. Ich habe das alles nur durch Sie gelernt. Nur durch Sie, Herr Kicherich. Das ging ja sehr, sehr schnell. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie mir das beigebracht haben. Kein Problem. Immer wieder gerne, dafür bin ich doch hier. Okay, Herr Kicherich, ist der Unterricht jetzt vorbei? Habe ich bestanden? Du hast die Redstone-Prüfung bestanden. Wow. Okay. Zwar nicht perfekt, aber ausreichend genug. Und was heißt das jetzt? Dass du jetzt Freizeit hast und machen kannst, was du möchtest. Bin ich jetzt durch mit der Schule schon? Das war's für heute, ja. Okay. Heute ist ein sehr kurzer Tag. Vielen Dank, Herr Kicherich. Dann räume ich hier noch natürlich. Ja. Werd das alles natürlich ins Lager zurückbringen und nicht behalten. Natürlich. Gibt's denn im Lager jetzt einen Redstone-Bereich dann auch? Da müsste es jetzt einen neuen Redstone-Bereich geben. Wir können einmal schauen. Okay. So, hoffen wir mal, dass wir da gute Materialien haben. Dann schauen wir mal. Quarz, Farben, Stein, Deko, Glas. Redstone! Hier vorne, Redstone. Wow, okay, da ist ganz schön viel für einen Unterricht natürlich. Sehr gut, Herr Kicherich, dann vielen Dank, ja. Ja, und wie gesagt, das Schild beachten, ja, hier oben. Das Schild, Klauen verboten, haben wir schon, natürlich. Genau. Klauen verboten, werde ich beachten. Klar. Vielen Dank, Herr Kicherich, auf Wiedersehen, Problem, wir sehen uns. Ciao, Tag, ciao. Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt schulfrei.
Mein Schulalltag ist um, aber jetzt beginnt das Video eigentlich erst. Das heißt, wenn ihr jetzt noch da seid, schaut bis zum Ende, denn jetzt werde ich eine unendliche Geldmaschine bauen. Und wie ich das mache, werde ich euch gleich zeigen. Denn dafür brauche ich einige Utensilien, die wir hier aber finden können. Denn unter anderem brauche ich Farben für das Geld natürlich, ist ja klar. Wir nehmen von jeder Farbe 3 mit, mehr brauche ich nicht. So, zack, bam, 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 auch gelb 3-mal, orange 3-mal, rot 3-mal, magenta 3-mal, zack. Dann brauche ich, wo ist es denn, wo ist es denn? Ja, schwierig, Leute, Papier brauchen wir. Müssen wir nämlich gleich nochmal gucken, wo wir Papier herbekommen. Aber natürlich brauche ich Redstone. Und da nehme ich jetzt wirklich eine Menge Zeug mit, Leute. Ich werde das alles verbauen. Und wir werden... Oh, Trichter. Wichtig, wichtig, wichtig für das Band, das Laufband. Spender. Wir brauchen Notenblock. Wir brauchen Gold. Oh mein Gott. Leute, glaubt mir, das wird auf jeden Fall sehr, sehr krass, was ich hier gleich bauen werde. Wir nehmen Verstärker mit. Truhen müssen wir mitnehmen. Spender müssen wir mitnehmen. Glaubt mir, das wird so heftig gleich. Ich werde eine unendliche Geldmaschine bauen. Okay. Und natürlich der Knopf, der das Ganze aktiviert. Und damit würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Wir nehmen ein bisschen Holz auch noch mit. Machen wir uns auf den Weg zur Bank. Denn dort werde ich einen geheimen Raum bauen. Und in dem werde ich die Redstone-Maschine reinbauen. Flauschi, was machst du denn hier? Nichts. Okay, ciao. Ich gehe jetzt. Was macht Flauschi hier? Flauschi, was machst du hier im Bauunterricht? Heute ist kein Bauunterricht mehr. Alles Gute. Okay. Ich muss hier kurz was gucken. So, hey. Ich hab jetzt mal einen Chat geschrieben. Flauschi, was machst du hier im Lager? Ich musste kurz ein paar Blöcke nehmen. Was? Okay, Flauschi, hör auf damit. Ich brauch die selber. Du brauchst Pinkel mit Schon? Ja, nicht immer, aber ich muss jetzt weiter. Ciao, Flauschi. Okay, tschüss. Okay, Leute, auf geht's zur Bank. Denn bei der Bank angekommen, heißt es jetzt für mich, ich habe ja auch einen Briefkasten reingebaut, ran an die Arbeit. Und zwar werde ich jetzt einen geheimen Raum bauen, beziehungsweise, ja nee, das ist der Safe hier. Wir müssen in dem Safe einen geheimen Eingang bauen, vielleicht hier hinter rein mit einer Minecart oder so. Oder hier einmal um die Ecke, irgendwie so brauche ich einen geheimen Eingang, den baue ich gleich. Ich werde so lange alles hier in Truhe Nummer 1 bunkern. Und dort werde ich gleich die geheime Maschine aufbauen. Ich werde jetzt einen kleinen geheimen Raum aufbauen und dann geht's los. Okay, Leute, Flauschi war gerade noch kurz da. Ich habe vergessen, euch das mit aufzunehmen. Ist aber egal, sie wollte nur ihre 3 Euro wieder haben für das Frühstück. Die kann sie natürlich haben, denn ich werde jetzt anfangen, richtig krass Geld zu drucken. Denn ich habe etwas aufgebaut, und zwar einen geheimen Eingang. Wenn man hier im Tresor ist, wo ohnehin nur ich reinkomme, dann kann man hier in die Ecke gehen, sich fallen lassen, einmal drücken, dann liegt man. Dann kann man hinter sich zuschließen, dann sieht man von außen nicht mehr, dass dort etwas ist. Und dann ist man hier in der neuen Produktionskette der Candy-Euros. Und hier habe ich alle Sachen, die ich brauche. Unter anderem nämlich Redstone, Goldblöcke, Notenblöcke. Die Lampen brauchen wir natürlich auch. Hier, das Ganze brauche ich auch. Und die Truhen, wo wir alles reinfüllen. Trichter auch sehr, sehr wichtig. Die Trichter, Leute, die darf man nicht vergessen. Beobachter werde ich erstmal nicht brauchen. Aber ich kann euch jetzt einmal zeigen, wie ich anfange. Und zwar hier so. Jetzt nehmen wir nämlich Redstone. Wir fangen natürlich hier zum Testen mit einem Knopf an. Den habe ich hier auch. So, das ist nämlich der Testknopf, Leute. Hier geht dann Redstone einmal in diese Richtung entlang. Bam. Und hier passiert dann alles. Und zwar einmal fängt es direkt an, hier eine Lampe geht an. Hier gibt es den ersten Ton. Einen hohen Ton. Bam. Dann gibt es hier eine Verzögerung. Leute, ihr werdet wahrscheinlich nicht verstehen, was ich hier mache. Aber glaubt mir, das wird am Ende alles funktionieren. So, ich muss hier, ich darf hier nichts falsch machen. Denn ansonsten kommt am Ende nicht das Richtige raus. So, zack. So, wichtig, Leute. Wichtig, wichtig, was ich hier mache. So. Ich würde sagen, ich baue hier ganz kurz die Maschine ein bisschen weiter und gleich seht ihr, was hier passiert. Und oh mein Gott, Leute, schaut es euch an. Was ist denn hier passiert? Ich habe es massiv unterschätzt, wie schwierig diese Geldmaschine sein wird. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Denn wenn ich jetzt hier einmal zu der Kiste gehe, wo Zutaten stehen, dort ist auch eine Linie, die hier rüber führt. Bam, dort packe ich alle Zutaten rein. Nämlich sämtliche Farben plus die Grundressourcen. Papier und Eisenklumpen. Eisenklumpen für die Münzen, Papier für die Geldscheine. Da
dann, Leute, kann ich jetzt einmal hier das Ganze starten und dann sollte die Maschine bam, 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 bam immer und immer wieder Geld rausballern, nämlich hier hinten. Wenn ich damit zufrieden bin, kann ich das Ganze hier einmal schließen und dann wird das alles hier rüber gebracht, einmal ganz herum, hier vorne in die Kiste hinein, wo Geld drin steht. Und ich würde sagen, Leute, ich bin bereit. Ich werde jetzt hier das einmal wegnehmen, damit das Geld da bleibt und wir können die Maschine starten. Ich bin bereit. Seid ihr es auch? Lasst jetzt noch schnell ein Like da, wenn ihr es nicht getan habt. Und jetzt bin ich bereit. Ich werde bis zu 300 Millionen Euro werde ich jetzt drucken lassen. Und ich würde sagen, ich starte in 3, 2, 1 und Start. Okay, okay, okay. Es rattert durch, es rattert durch. Warte mal. Moment mal. Da ist doch ein 100-Euro-Schein hier gewesen. Und ein 20-Euro-Schein. Nein, Euro-Münze, bam, die nehmen wir mit. Hier das nochmal schnell abbauen. Oh mein Gott, es läuft. 50 Euro. 2 Euro. Ich werde mein Inventar schnell sortieren. 100 Euro. Hey, jeder Schein ist ja dabei. Oh mein Gott, es funktioniert, Leute. 50, nee, 20 Euro. Ich kann gar nicht aufhören. 20 Euro, ich sortiere mein Inventar schnell. Oh mein Gott. Wie krass ist das denn? 5-Euro-Schein, wichtig. 10 Euro fehlt noch. 200 haben wir bekommen. 200 gehört hierhin. Jetzt fehlt nur noch der 10-Euro-Schein. Ansonsten haben wir alles. Jetzt kann ich hier einfach stehen bleiben. Und es wird die ganze Zeit Geld gedruckt, weil die Geldmaschine komplett funktioniert. Schaut es euch an. Hier rattert alles durch. Aber 10 Euro fehlen. Habe ich die falschen Farben vielleicht eingelagert? Ich glaube, ich habe die falschen Farben eingelagert, weil 10 Euro hier nicht rauskommen. Ihr seht es unten in meiner Leiste. Wir haben 1, 2, 5, 10 Euro fehlt. 20, 50, 100, 200 und 500. Und ja, jetzt werde ich hier stehen bleiben und einfach richtig viel Geld printen. Ihr seht da unten, wir haben schon 4 500-Euro-Scheine. Das alleine sind 2000 Euro. Wir haben 2 mal 200, das sind 400 Euro. Oh mein Gott, Leute. Ich werde jetzt hier richtig lange stehen bleiben und mal schauen, wie viel gleich rauskommt. Jetzt warte ich kurz ab. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, wie viel Geld hier auf dem Boden liegt. Ich habe einfach nur 5 Minuten abgewartet und das sind locker 20.000 Euro hier auf dem Boden. Und sogar die 10-Euro-Scheine sind jetzt hallo, auch gekommen. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hä? Was ist denn jetzt los? Ist jemand in der Bank? Hallo? Hä, das ist oben. Hier oben ist jemand. Hallo, ist da jemand? Das hört sich an wie mein Lehrer. Das ist doch Herr Kicherrichter. Okay, okay, wir müssen hier schnell nach oben gehen. Oh mein Gott, hallo? Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Kicherich. Willkommen in der Candy-Bank. Das ist meine Bank, die habe ich gebaut. Ah, schön, schön. Willkommen ja, ich würde gerne ein Konto eröffnen. Ist das möglich? Sie wollen ein Konto eröffnen? Ja, natürlich. Sie wollen ein Konto eröffnen? Natürlich. Sie sind die Nummer 4. Bitte merken, ich werde hier einmal ein Schild platzieren. Warten Sie hier bitte kurz. Oh mein Gott, Leute, das ist so laut im Hintergrund. Was ist das denn? Das hört er doch locker. Ich muss hier mal ein Schild. Warte, Schilder, Schilder, Schilder. So, Herr Kicherich, kleinen Moment. Und zwar hier ja, die Notiz. Candy ist die Nummer 1. Flauschi ist die Nummer, was war sie, 3? Und Herr Kicherich, Sie sind die Nummer 4. So, gut, dann einmal die Kontoführungsgebühren von 100 Candy-Euro. Haben Sie das Geld dabei? Ja, ich habe das Geld jetzt nicht gerade so bar dabei. Herr Kicherich, wissen Sie was? Für Sie ist das ganz umsonst, weil Sie mein Lieblingslehrer sind. Dankeschön, danke. Für Sie ist das ganz umsonst. Dann ist ab jetzt Ihre Nummer die Nummer 4, okay? Ja, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Okay, Herr Kicherich, dann vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, er hört den Sound alles nicht klar, richtig. Ja, danke. Auf Wiedersehen, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Oh mein Gott, sehr gut, Leute, er hat es nicht gehört. Gut, wir können jetzt weitermachen. Ich habe nochmal eine Frage hier die ganze Zeit. Achso, ja, Herr Kicherich, was gibt's denn? Was ist das denn die ganze Zeit für ein Geräusch hier? Ist das nicht? Nein, was für ein Geräusch? So ein Piepen ist hier die ganze Zeit. Nee, ein keiner. Bing, Bing, Bing ist hier. Nee, weiß ich nicht, Herr Kicherich. Die Schule brennt, habe ich gehört. Wie, die Schule brennt? Die Schule brennt, schnell! Ich muss schnell los! Oh mein Gott, Leute, das war richtig knapp. Schnell runter, da liegt ja locker ein richtiger Geldberg. Wir müssen jetzt schnell nach unten gehen. Bam, hier ins Lager rein. Das war auf jeden Fall richtig knapp gerade. So, hier einmal runter, zumachen hinter uns. Bam, und hier, oh mein Gott! Boom! Let's go! Leute, wir haben alleine 10 mal 500 Euro, was insgesamt 5000 Euro ergeben. Wir haben 13 mal haben wir 200 Euro, was 2600 Euro ergeben. Wir haben jetzt fast 10.000 Euro insgesamt, auch mit den allen anderen Noten.
10 Euro haben wir auch. Wir haben jetzt alle Sorten an Geld haben wir jetzt dabei. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch weiter und ich werde jetzt bis zu 1 Million gehen. Let's go. Oh mein Gott, wie viel Geld liegt denn hier? Hä? Was ist denn jetzt los? Hallo? Ey, kann ich nicht mal kurz Ruhe haben? Ich will doch einfach ganz kurz so mein Geld hier printen. Hallo? Hallo? Ding, 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 ding. Wir sind geschlossen. Aber ich möchte Geld einzahlen, oh, bitte. Mann, ey, wie viel Geld hast du denn, Flauschi? Ja, ich bin da, hallo. Ich würde gern... So. Guten Tag. 2 Euro würde ich gern einzahlen. Für 2 Euro kommst du hierher, Flauschi? Ja, ja, dann gib mir das Geld einmal. Aber was klingelt hier denn so? Gar nichts. Oh Mann, ey, ich muss dieses Geräusch entfernen bei der Maschine. Das ist viel zu laut. Nö, ich höre nichts, Flauschi. Gib mir dein Geld. Das ist richtig nervig. Ja, bitte das Geld geben, bitte. Da musst du mal irgendwie einen Reparaturmensch. Ja, mach ich, Flauschi. Du gibst mir das Geld dann einmal, ja? Nein, das nervt Geld. Ich gehe zum Tresor. So, einen Moment bitte oben warten. Kann ich mitkommen? Nein, bitte einmal oben warten. Okay. So, Flauschi? Doch eine Tür oben gehört. Ist jetzt reingekommen? Nein. Okay. So, Flauschi, jetzt kannst du mir erstmal dein Geld geben. Die 2 Euro. Flauschi? Ja? Flauschi? Wo bist du? Gar nicht. Ey, still bleiben! Das ist Bankeinbruch. Ich rufe die Polizei raus. Es gibt keine Polizei. Was ist hier? Du kommst hier eh nicht rein. Das ist der Tresor, Flauschi. Du kommst da nicht rein. Ich komm. Das ist so ein Fingerabdruck. Ist das ein Fingerabdrucksensor? Natürlich ist das sowas, Flauschi. Das ist ein uneindringbarer Tresor. Aber, warte, ich kann hier ein bisschen reinspickeln. Ja, was soll da sein? Das sind die Tresore. Deiner ist Nummer 3. Raus, Flauschi, hoch. Aber, aua, das nervt aber. Ja, dann geh weg, Flauschi, okay, das ist mein Fernseher. Halt dann zahl nichts ein, dann geh doch, tschüss. Dann geh ich jetzt auch. Tschüss. Ja, dann geh doch. Tschüss. Ich geh. Tschüss. Bis später. Ciao, Flauschi. Oh Mann, das war richtig knapp gewesen. Fast wurden wir erwischt. Ich muss dieses Geräusch entfernen. Das ist wirklich viel zu nervig. Das nervt mich selber sogar. Ich werde die Maschine jetzt nämlich upgraden auf die Version 2.0. Doppelt so schnell, doppelt so leise und viel krasser. Let's go. Okay, Leute, ich bin bereit für die Version Nummer 2 von der Redstone-Maschine. Ich habe hierfür einmal von jedem ein Exemplar in die Hand genommen und wir werden gleich sehen, wie schnell das Ganze hier hochrattert. Und zwar habe ich hier noch die Zutaten aufgefüllt, das passt. Wir haben hier alle Wege, alle Glocken, okay. Wir haben jetzt nur noch eine Glocke anstatt 4 und die 100-fache Geschwindigkeit. Ich würde sagen, wir starten in 3, 2, 1. Oh mein Gott, bam, Geld. Bam, Geld, bam, bam, guck mal, wie schnell. Bing, Geld, Bing, Geld, Bing, Geld. Das geht jetzt viel, viel schneller und jetzt können wir das Ganze hier auch einmal schließen und das Geld wird jetzt automatisch hier hinten in die Kiste landen und dadurch können wir jetzt einfach mal sagen wir 20 Minuten werde ich warten und in 20 Minuten werden wir reinschauen und gucken, wie viel Geld ich habe, ob ich jetzt wirklich Millionen habe. Seht ihr, das Geld geht hier rein und wandert dann hier einmal komplett entlang drumherum in diese Kiste hinein. Ich würde sagen, wir warten ab. Und 20 Minuten später höre ich immer noch die Geräusche da unten und wir gehen jetzt ins Lager, in dieses geheime Versteck und dort werde ich schauen, wie viel Geld wir gemacht haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Ich hoffe, dass wir mehrere Tausende gemacht haben. Wie gesagt, das Geld geht die ganze Zeit. Boom, bing, bing, bing. Hier einmal drumherum und hier vorne rein. Wisst ihr was? Dieses Geräusch bringt eh nichts. Bam, einfach abbauen. So, jetzt haben wir unsere Ruhe. Jetzt hören wir noch das Klicken von der Geldmaschine. Und jetzt bin ich gespannt. Ich werde jetzt in die Kiste schauen. In 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, was? Leute, 64 500er plus 22, das sind 80 500er. Das sind 40.000 Euro Minimum. Dann haben wir hier fast 100 200er. Das sind 20.000, wir sind bei 60.000 Euro schon. Dann noch 50er, 20er, 10er, 100er und so weiter. Wir sind ungefähr bei 100.000 Dollar aktuell. Ich würde sagen, Leute, ich werde jetzt das Geld nehmen. Von jedem ein bisschen was werde ich jetzt nehmen. Und dann werde ich hier einmal zurückgehen zu Flauschis Snackstand. Der schulde ich ja noch 3 Euro vom Anfang vom Video. Die werde ich hier natürlich mit Trinkgeld zurückgeben. So, Flauschi, hier habe ich dein Geld. Ich glaube, Flauschi ist nicht mehr da, aber ich kann hier einfach mal hier... sagen wir einfach hier 5. Einfach 5, bam. 5 einfach rein. Wartet mal. Das sind ja normale Noten. Das sollen aber die Candy-Noten sein. Das werde ich beheben.
So, jetzt geht's weiter. Einmal hier 5 Candy-Euro. Boom, das bedeutet 2 Euro Trinkgeld hat Flauschi auch bekommen. Das wird sie morgen dann sehen. Und ich würde sagen, wir gehen zurück in meinen 10. Stock, in meine 300-Millionen-Dollar-Villa. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo für dieses krasse Video da. Das war's gewesen. Ciao mit Out. Ich bin der Zerreichste. Ciao, ciao.